Wir laufen wieder. Tja, und der Supermarkt ist voll bepackt mit tollen Sachen. Solange es keiner auf dem Weg den die Karre klaut. Gilt wieder, everything went better than expected. Also ich mampf jetzt hier einfach mal ein bisschen in mich rein, ne? Wenn du was brauchst oder so, sagst du was, du nimmst dir selber mit, oder? Wie du ja, ja. willst, ne? Ich muss auch mal gerade was futtern. Bohnen. Mehr Bohnen. Sind das noch zwei Cola-Dosen? Ja, ne? Mhm. Hinten ist, glaube ich, auch noch was drin. Vielleicht ist hier auch ein bisschen 1911er Munition, das wäre vielleicht auch nicht Ja, ich schlecht. habe auch nur noch eine. Ja. Also hier ist schon mal 45er. Hier an der Kasse. Ja, nimm sie doch. Ja, nimm du die doch, ich habe ja noch zwei. Drei, um genau zu sein, mittlerweile wieder. Wo in der Kasse? Okay. Ja, an der Kasse da ist noch was. Mehr Cola-Dosen. Pepsi, ne? Pepsi und Cola. Wir haben ja alles. Wenn jetzt erstmal direkt getrunken. Nur so. Damit sie kein anderer mitnehmen kann. So, auf 4800 bin ich schon mal wieder hochgekommen. Das ist doch schon mal was wert. Ich hab grad 4 Pepsi geäxt. Jetzt hast du den gleichen Zuckerschock und brauchst Painkiller oder so. Das wäre das Schöne. Du setzt dich raus, dein super Sumpfmonster ist Diabetiker. Liegen noch Streichhölzer? Ja. So, ich gehe schon mal wieder raus. Zweimal schon. Weil sonst lag hier ja nichts mehr. Ja, das ich komme auch. Speicher mal die Karre. Okay. So, wo längs? Jetzt, wenn ich natürlich wüsste. Ja, jetzt erstmal noch. Ja, hier, da wo die richtigen Straßen vielleicht wieder anfangen, wo man ja da mal gucken. Und dann. Ja genau, jetzt da auf der Straße, die führt wieder zur Hauptstraße und dann an der auf der, also vorne da jetzt links und dann die nächstmögliche nach rechts. Wobei es wurscht ist, ob rechts oder links eigentlich so. Wir wollen ja, wo hin? Wenn wir nach Berezino wollen, ist beides eigentlich wurscht, weil... Ach ja, fahr links ist kürzer. Also, und jetzt hier oben an der Straße, an der T-Kreuzung links dann nochmal. Ich glaube, ich habe mittlerweile mehr Zombies überfahren als erschossen. So, jetzt kann man ja hier wieder ein bisschen am Feld gucken, ob wir hier
ein bisschen Ziegen oder Schafe finden. Da sehe ich doch was. Ja, da ist was. Ich habe nur die Sorge, wenn wir es überfahren, dann können wir es ja nicht looten. Nee, ich erschieße es, ist besser. Nicht, dass es wieder wegfliegt oder irgendwas verbuggt, das wäre blöd. Ja, lass mich mit der DNR erschießen, ich habe noch satt und genug Munition. Alter, schluckt die Kiste, ey. Ja, da unten ist eine Tankstelle, können wir es gleich auftanken. Nee, müssen wir noch nicht, müssen wir. Hallo Schaf. Nimmst du es aus oder hast du Platz? Ja, aber lass es direkt hier backen, damit du dich direkt voll machen kannst. Ja, dann fahren wir oben in das Waldstück oder so. Oder ne? Also 5 Steaks. Habe ich Platz für 5? Ja, habe ich. Muss man die eigentlich einzeln nehmen? Ich mach das irgendwie immer einzeln. Wie was? Das Fleisch. Inwiefern einzeln nehmen? Naja, also es sind ja 5 Stück drin und ich muss immer 5-mal raw, Take Raw Meat machen. Ja, halt einfach das Schaf, wie wenn du das Schaf looten würdest, halt. Ich mach's mit mittlerer Maus und dann einfach die 5 Stück rüberklicken. Ach so, ich hab die immer einzeln so angewählt. Also Take Raw Meat, Take Raw Meat, Take Raw Meat. Muss du nicht. Ja, dann fährst du jetzt hier links hoch in das Waldstück, das kleine, und dann backen wir da hier, braten wir da hier den. Dann braten wir einen Schaf. Genau. Die andere Jerrycan hast du mitgenommen, ne? Aus dem Auto? Lümmerlin? Die andere Jerrycan hast du mitgenommen aus dem Auto, oder? Ja. Die ist auch noch voll, oder? Ja. Die kann ich noch reinpacken dann, ja. Jetzt hoffen wir, dass das mal als Wald zählt. Ich geh mal raus und hack Holz. Machen Sie das. Oh, you have not enough room in your inventory to do that. Das ist natürlich schlecht, da muss ich da natürlich umdisponieren. Ja, sonst tue halt was in die Karre rein, ne? Ja, mache ich auch. Ich weiß, es den überschüssigen Reifen zum Beispiel schon mal. Oh, ich wollte nicht einsteigen. Ich werde auch die Jerrycan in den Wagen packen. Ah nee, ja, das geht jetzt gerade nicht, weil. Ja. Ich pack auch die Waffe mal da rein, dann habe ich nämlich echt wieder super Platz im Inventar. Dann kann ich auch das Camo Clothing. Fuel Tank Parts. Ich pack die Bohnen auch mal rein. So, aber jetzt. Ich mach mal hier Feuerstelle. Kannst eigentlich auch fast direkt alles essen, ne? Ja, würde ich fast sagen, ja. Hä, wieso habe ich nur 3 Meat geguckt? Die anderen 2 nicht im Quick-Menü waren? Doch. Ja? Ah, doch, jetzt werden sie angezeigt. Komisch. Warte kurz, ich packe mir einen Rucksack. Ja, ich mach's Feuer dabei aus. Okay, sind alle 5 im Rucksack. Ja, nicht mehr. Habe ich schon alle geholt. Ich packe auch mal die Jerrycan hinten rein. Du
kannst deinen ja auch reinpacken. Ja, ich hab jetzt aber eigentlich wieder Platz. So, 8.000. Ja, aber du brauchst sie ja nicht da im Rucksack, also von daher. Ich kann sie auch gleich mal reinfüllen, oder? Nee, mach noch nicht. Okay. Vielleicht finden wir noch ein anderes Fahrzeug, das wir, oder finden auch Reifen, um ein anderes Fahrzeug zu reparieren. Oder wir finden ein Heli. Okay, jetzt bin ich wieder bei 9.000, da können wir wieder drüber reden. Okay, vielleicht finden wir noch irgendwo ein Schaf dann. Oh. Ja, jetzt können wir erstmal wieder zurück rausfahren hier, runterwärts. Und dann fahren wir nach Berezino, holen uns ein paar Blutkonserven oder so, wenn's geht, schauen wir mal. Ich glaube, da vorne ist schon wieder eins, oder? Das sieht so aus, ne? Ja. Ich mach. Okay. So, dann nochmal in den Wald. Doch, so sieht's aus. Dann gehe ich nochmal Holz hacken und dann, ja. Weil die alten Feuerstellen, das ist ein bisschen blöd, die kannst du nicht so wirklich wiederverwenden, weil die gehen sofort aus. Okay. Also die gehen kurz an, aber die sind dann irgendwie ganz schnell wieder aus und das schaffst du dann zum Teil gar nicht, das Zeug zu braten in der kurzen Zeit. Okay, Feuer ist da, kannst Der Chef grillt. So. Fünf Stück im Rucksack. Okay. Guck mal, ich glaube, mir reicht vier, um voll zu werden. Jo, und dann kannst du dir auch noch eins reinhauen, dann bist du auch fast voll wieder, ne? Ja. Moment. Ja, jetzt habe ich 10.300. Für den Anfang sollte das reichen, ne? Ja, ich glaub, aber jetzt ohne Scheiße, wenn wir nochmal so ein Schaf finden, wir nehmen das mit, wir haben genügend Platz, ne? Ja, klar. Warum nicht? Wir haben in dem Truck so viel Platz. Ich glaube, der hat 200 Slot. Ja, auf jeden Fall richtig viel.
Die Fahrt geht weiter. Er ist noch cooler als der Jeep. Weil es einfach so ein massives Ding ist, ey. Total gut. Sieht so richtig kaputt aus. Wir bräuchten echt noch mehr Leute zum Zocken. Naja, wenn jetzt die anderen auch mal wieder dabei wären, auch hier von Ruby und so, das sind ja auch Rudi und noch zwei Kumpels von ihm, glaube ich, ja, dann hier mit 5-6 Mann unterwegs bist, dann... Der Rudi würde doch ausrasten, wenn er weiß, dass wir einen Truck haben. Der findet den auch richtig gut, glaube ich. Aber der hätte am liebsten den großen Militär-Jeep. Weil der halt natürlich noch, also prinzipiell noch besser ist. Der hält zwar nicht so viel aus wie der Truck, aber ist auch ein bisschen kleiner. Aber der ist natürlich wendiger und geht noch besser, auch was hier die Berge, Bergauf- und Bergabfahrten angeht und so. Hat auch einen riesen Tank und hat auch recht viel Platz. Da kann man schon auch super mit arbeiten. Ich bin immer vorsichtig, weil ich nicht weiß, wie groß die Kollisionsmodelle von den Bäumen sind. Die Serpentinen runter. Guten Wendekreis hat er. Indeed. Oh, 77 mit Rückenwind bergab und Polizei im Nacken. Hab ich dir erzählt, dass ich mal einen Trabi hatte? Also einen Trabi gefahren bin? Ernsthaft? Ja, ja. Also freiwillig oder hast du was oder wie? Geschenkt bekommen. Okay, cool. Wie damals als junger Kerl, so als 18-Jähriger oder wie? Ja, ich glaube 19 war das und es war halt gerade nach der Wende. Obwohl so gerade nach der Wende war es auch nee. Nicht, aber knapp danach. Schon ein paar Jährchen danach, so alt bist du ja auch wieder nicht. Ja, aber lass mich zurückrechnen, 92, 93 muss es gewesen sein. Mhm. Und mit 1,98 in so einem Trabi zu klettern... Ist nicht so schön, ne? Hat einen großen Unterhaltungswert. War es dann wenigstens irgendwie sowas mit Schiebedach oder sowas? Nee. Kopf raushängen. Oh also scheiße, ich hab Grafikglitches. Ja, das vor uns, das ist Berezino wahrscheinlich wegen den Militärzombies, die es hier gibt. Aber ich habe doch diese Settings ausgestellt. Ja, aber das ist immer noch nicht richtig behoben und ist bei mir auch von Server zu Server unterschiedlich. Manchmal habe ich die, manchmal habe ich sie nicht. Jetzt zeige ich sie auch wieder, ja. Boah, das ist ja furchtbar. Das ist in der Tat furchtbar. Ich fahre halt gerade in eine graue Wand rein. Ja. Boah, das ist scheiße. Also so geht es gar nicht. Ja, das ist echt... Ja. Okay, jetzt habe ich wieder ein bisschen Sicht. Bleib mal hier stehen. Genau hier. Ich steige aus und versuche, ob ich zum Krankenhaus komme und dabei was sehe. Okay, ich habe jetzt zumindest ein bisschen Sicht nach oben rechts. Ich probiere es nochmal mit den Video-Optionen, ob ich da was umstellen kann. Das ist ja echt easy, ey. Was war nochmal die Option, die ursprüngliche, also die erste, die du da Video Memory hast? Auf Default zu setzen. Video Memory ist bei mir auf Default. Bringt nichts. Ja, bei mir auch nicht. Ich habe es jetzt nochmal umgestellt, aber hat nichts geholfen. Ich hab hier einen Anhalter-Zombie. Kannst du ihm sagen, Betten und Hausieren verboten. Ich hab ihn einfach überfahren, wie man das mit Anhaltern so macht. Das ist das Problem, weil das in Berezino hier, das ist sowas wie ein Militärkrankenhaus und da liegen halt so tote Militärtypen rum. Das ist halt total beschissen.
Können die beim Truck eigentlich was anhaben? Nee, soweit ich weiß nicht. Verdammt, jetzt ist gerade an der Ecke schwarz geworden, wo der Zombie stand. Nicht erwischt. Alter Vater, ey. Ja, also wenn ihr uns, wenn ihr gerade eingeschaltet habt, Grafikbugs. Aber richtig geschmeidige. Das Gute ist, dass ich dieses Krankenhaus eigentlich ganz gut kenne und mich so mit da halbwegs orientieren kann, aber wenn du halt mal echt für längere Zeit nichts siehst, ist es echt total unschön. Ich mache einfach mal die Engine aus. Vielleicht kommen jetzt nicht noch mehr an. Den Motor aus. Nein, Officer, das ist nicht so, wie es aussieht. Er ist mir von den Wagen gesprungen. Unter den Wagen gesprungen. Ich habe versucht auszuweichen. 4-mal. Ach, malerische Ruhe. Ein schönes kleines Dorf am Hügel. Hast du mittlerweile die kyrillischen Buchstaben gelernt? Ein bisschen. Also ich kann jetzt so an, ich kann so ungefähr identifizieren, an was für einem Ort ich schon bin. Also das geht schon. Also ich weiß, also ein O ist ein O. Und ein P ist ein R. Ich glaube, das Einfachste ist, sich erstmal zu überlegen, welche Buchstaben genauso sind wie in unserem Alphabet. Ich glaube, ein A ist auch gleich. Okay, ich habe einmal Painkillers und zwei Bandagen auf dem Dach des Krankenhauses gefunden. Jetzt muss ich allerdings dann ins Krankenhaus rein und das wird nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil das ist richtig beschissen, weil da sehe ich gerade wahrscheinlich gar nichts. Painkiller und Bandagen sind auch eine magere Ausbeute für ein Krankenhaus, ne? Ja, Zombie habe ich auch geaddet und jetzt sehe ich natürlich nicht, wo ich hinlaufe. Weißt du, wie du zurück zur Karre kommst, zur Not? So ungefähr, ja. Ich habe gedacht, Maximum Humanity wäre 2500, aber ich habe jetzt 3240. Du hast mir ja auch geholfen, deswegen kannst du da quasi Bonuspunkte sammeln. Ich bin jetzt übermenschlich. Übermenschlich nicht, aber total gut. Ich bin jetzt so eine Art Mutter Teresa. Irgendwie habe ich ja die Sorge, dass gleich jemand kommt und uns erschießt. Oder auf die Karre schießt. Ja, vor allen Dingen das Gute ist, ja, man also die Karre hat ja eigentlich 10 Reifen, ne? Also die hinteren sind ja Zwillingsreifen. Ja, aber man repariert einen und es sind beide wieder da. Vor allen Dingen ist Mitte in Wahrheit hinten. Kommt man jetzt auch nicht unbedingt drauf. Ja, stimmt auch wieder. Vor allen Dingen, wenn du halt mal Reifen reparieren willst, die noch nicht kaputt sind, aber schon irgendwie orange oder so. Ich meine, wie eben bei dem Pickup-Truck, also den wir da hatten. Ja. Oder hinten hüpft wieder so ein Sachbearbeiter. Ein Hausmeister ist es eigentlich, glaube ich. So mit diesem grauen Kittel. Nicht über den Rasen laufen. Hier wird nicht gerannt. Haben die Schuhe auch helle Sohlen? Immer der beliebteste Spruch bei unserem Hausmeister. Ja, für die Turnhalle, ja. Haben die Schuhe helle Sohlen? Okay, also wenn die Sichtbarkeit ist zwar 4,
Aber wenn du mit dem Truck einfach nur dastehst, dann kommen die nicht. Also dann enden die nicht. So, ich komme wieder zurück. Ich habe 3 Bloodbags und nochmal ein Morphin, Epipen und ein bisschen Bandagen. Perfekt. Müssen wir gleich irgendwie aufteilen, aber Hauptsache schnell weg hier. Ja, weil das ist Glitch Country, ey. Ich bin drin, du kannst. Fahr doch einfach zurück, hätte ich gesagt, dann sind wir auch schnell wieder weg hier. Den hast du schön getötet. Naja, ich habe schon einige überfahren. Zielen. Oh, da springt er im letzten Moment zur Seite. So, ich habe keine Glitches mehr. Ja, das ist dann relativ schnell weg. Ich gucke mich jetzt nochmal um. Wir können jetzt hier zum nördlichen Airstrip, zu dem kleinen, weißt du, wo wir rausgefahren, da ist ein potenzieller Heli-Spawn. Dafür müssten wir aber allerdings jetzt anders fahren, weil wir fahren jetzt südlich. Okay, aber ich will nicht nochmal durch das Dorf durch. Nee, wenn wir auch ein bisschen Abstand halten davon, das triggert ja, das ist auch nicht so weit, wie das triggert. Ich fahre jetzt diese Straße entlang, die sieht schön aus. Ja, super. Ja, gut, kannst du machen, dann fahren wir einmal im Kreis. Vielleicht finden wir noch ein Schaf. Ja, eventuell. Auf jeden Fall kommen wir dann an der Factory, wo wir Ein vorhin bisschen waren, mit nochmal überhöhter vorbei. Geschwindigkeit gefahren. Officer, ich kann das erklären. Nie mit Wut fahren. Warte mal, warte mal, warte mal, mal langsam. Ich muss mal kurz hier raus gucken. Ich hätte fast gedacht, ich hätte hier gerade Zelte gesehen im Wald, aber ich bin mir nicht sicher. Es könnte auch eine große Steinformation gewesen sein, allerdings. Also ein bisschen Grafikbugs habe ich aber immer noch. So ein leichtes, so einzelne Pixel, die im Wald gerade so weiß aufleuchten. Ah, nee, doch nicht. Schade. Ich hätte jetzt schwören können, da wäre ein Zelte gewesen. Okay. Das ist scharf. Neulich so einen Ziegen-Zombie-Film gesehen. Ja? Der war total schlecht, aber lustig. Ja, gut. Schön. Aber wer weiß nicht, wie lange ich daran gezielt habe. Ja, man muss ja loben, man muss ja positiv operantes Oh. konditionieren. Was denn? Zombies. Ach so, ja, müsste aber, wenn du gebückt Das gehst, sind nicht geedit. müsstest. Ja. Ich dachte, die wären schon geedit, weil der eine so einen Hüpfer gemacht hat. Ich glaube, die sind gerade erst gespawnt. Guck mal, wie viele Leute auf dem Server sind. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 mittlerweile. Oha. Als ich drauf bin, waren es 10 oder so. Okay, wo lang? Ja, jetzt fasst du fast die Straße weiter, das passt dann schon. Passt eh. Dann fahren wir dann einmal eine kleine Runde. Gucken bei der Factory vorbei, vielleicht finden wir noch ein, zwei Teile, die uns interessieren. Oh, siehst du wieder ausgewichen.
genau. Aber gefühlt ist das Scripting oder das Gerenne von den Zombies ein bisschen besser seit dem letzten Patch, ne? Meinst du? Irgendwie schon. Also es ist schon manchmal immer noch total zum Mäuse melken. Ja, aber so, das ist Orlowitz. Hallo Orlowitz. Wir sind's, die beiden Verrückten mit dem Truck. Hoch. Das sah grad fancy aus, was du da gemacht hast. Ach nee, da komm ich auch nicht, du. Nee. Ich habe neulich mal LKW-Rangiersimulator gespielt. Kein Witz. Ernsthaft? Du scheint ja nicht viel geholfen zu haben. Wieso? Hab ich eine Karre nach 25 Sekunden in den Sand gesetzt? Nein. Zäune fahren kann? Brauchst du doch nicht. Oder? Ich wollte es nur wissen. Danke, ist wieder halb leer. Kommen gleich in der Factory vorbei, die ist da vorne schon in Sichtweite, da können wir dann auch fahren. Komm, lass uns vorher die Karre nochmal irgendwo abstellen kurz, Päuschen machen und dann wird getankt. Oder? Ja, gut, dann stehst du da oben in das Waldstück, oder wo wir den Jeep damals hingestellt haben. Ja, ja. Da rechts oben jetzt. Da können wir noch das Fleisch braten und schon mal in den in die Karre packen. Da oben ist übrigens potenzieller Traktor-Spawn-Punkt. Echt? Ja. Also hier oben da in dem Berg hier gleich. Das Gute an dem Ding ist natürlich, es ist auch nicht ganz so auffällig wie der große blaue Truck mit der weißen Plane. Wenn er jetzt hier im Wald steht. Nur lassen so stehen. So, dann erfahrt in der nächsten Folge, ob wir es schaffen, zu überleben beim Versuch, den Truck zu betanken. Bei Barlow und Malin, Daisy.